Jo. Also es gab ja gerade die Situation, dass ein Autofahrer ausgestiegen ist, zur Polizei gegangen ist und das eine angemeldete Versammlung war. Und der Autofahrer, die beiden, die auf der Straße standen, angezeigt hat wegen Nötigung. Und der Polizist kam an und hat die Daten aufgenommen und dem Autofahrer gegeben. Genau, und er begründet es damit, dass es ja trotzdem eine Nötigung unsererseits bliebe. Zwar eine folgenlose, aber es wäre eine Nötigung. Und Autofahrer hätten ja auch Rechte. Und er würde sich strafbar machen, wenn er das Anliegen des Autofahrenden nach den Personalien, damit er eine Anzeige stellen kann, unsererseits eben nicht nachkommen würde. Aber das ist so eine angemeldete Versammlung und das geht dann höchstens über den Versammlungsleiter. Genau, er sagt, er hätte auch den Versammlungsleiter angeben können, aber so geht es anscheinend auch. Und er würde sich, wie gesagt, andersrum nur strafbar machen und so wäre das kein Problem. Ja, keine Ahnung. Aber die angemeldete Versammlung und der darf noch nicht mal die Daten aufnehmen, weil das eine angemeldete Versammlung ist. Ich glaube, er kennt das Polizei- oder das Versammlungsgesetz nicht. Weil davon, das hat er nicht verstanden und er leugnet das. Ich glaube, er sagt, er schützt die Versammlung. Aber ich habe gesagt, worin besteht der Schutz denn, wenn eben nicht darin, dass auch unsere Identitäten geschützt sind? Vor allem vielleicht auch vor der Gefahr von irgendwelchen faschistischen Menschen, die unsere Daten bestimmt nicht haben sollten. Und er sagt, ja, darin, dass wir nicht überfahren werden oder so. Er schützt die Versammlung, aber halt nicht die Identität der Versammelten. Klingt doch toll.